Grüß euch von dem gerechten Innsbruck. Was? Wir sind heute bereits zum zweiten Mal in der Siegmeierstraße. Es kennt es vielleicht vom vorigen Video. Da hat uns die Anrainerin, die Renate, schon erklärt von dieser Parksituation da. Überhaupt eine mordsmäßige Frechheit für die Einwohner da. Wir sind natürlich lösungsorientiert und der Gerald wird euch jetzt sagen, was wir uns da überlegt haben. Ganz genau, wir haben uns am Wochenende schlau gemacht, wie das rechtlich ist. Rechtlich ist es leider wirklich so, dass die Fahrbahnbreite zu schmal ist, um da quasi parken zu dürfen. Es gäbe jetzt nur zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1, man verordnet da eine dementsprechende Markierung der Parkplätze, so wie es weiter oben ist, dann ist die Sache gegessen, alles kann bleiben. Die Möglichkeit 2, man macht da aufgrund der geringen Breite eine Einbahnstraße. Und dann können die Parkplätze auch so bleiben. Und aus diesem Grund haben wir mit heutigen Tag einen dringenden Antrag eingebracht für den kommenden Gemeinderat, wo der Gemeinderat einerseits eben beschließen kann, diese Straßenmarkierung oder im schlechtesten Fall zumindest diese Einbahn und wo auch der Herr Bürgermeister aufgefordert wird, die Leute, die bis jetzt gestraft worden sind und vielleicht noch bis die Markierungen angebracht werden, gestraft werden, die Strafe zu erlassen und sie nur abzumahnen. Das ist jetzt für uns eine bürgerfreundliche Politik. Und man sieht da den letzten Vorschlag mit der Einbahnstraße, das könnte man eben so machen. Ein altes Einbahnschild aus meinem Museum. Aber viel gescheiter wäre grundsätzlich, wenn man diese Straßenmarkierung anbringt. In diesem Sinne, wir warten, was rauskommt und werden euch natürlich am Laufenden halten, welche Fraktionen für euch waren, liebe Innsbrucker und liebe Leute aus Pradl und wer gegen euch gestimmt hat. In diesem Sinne, Servus Innsbruck und Servus Tirol.